Martina Traut ist seit dem 1. Februar Dezernentin für Jugend, Soziales und Gesundheit und zweite Stellvertreterin des Oberbürgermeisters in Schwerin. Die 58-Jährige bringt viel Erfahrung mit. In Berlin und Potsdam arbeitete Traut viele Jahre in der Gesundheits-, Jugend- und Sozialpolitik. In ihren ersten drei Wochen war die Beigeordnete mit dem Kennenlernen der Stadtverwaltung beschäftigt. Ja, und zu schauen, auch wie diese Verwaltung tickt und wer meine Kolleginnen und Kollegen sind. Und das sind ja auch viele. Mein Dezernat ist ja auch sehr groß. Und damit war ich jetzt ja an erster Stelle beschäftigt mit den ganzen Herausforderungen, die dann dieses Dezernat schon fachlich inhaltlich auch bringt. Konkrete Ziele hat die Beigeordnete noch nicht. Dafür muss sie erst einmal die Stadt besser kennenlernen. Besonders wichtig sind für Martina Traut die Kinder und Jugendlichen in Schwerin.